Arsch. Einen wunderschönen guten Morgen auch an die Leute, die das später auf YouTube nachgucken. Samstag, der 15.04. Sternlogbuch. Nein, Gott. Wie wir im Chat noch sehen können, hatten wir heute Morgen ein interessantes Gespräch mit, ich weiß nicht, einem Russen eventuell. Nicht ganz klar. Hallo Leuchtstern. Ich habe gerade auch schon ein paar andere gesehen. Den Kobolterus, den Panikwolf, den Nuwok, Metal Nerd Shadow. Es sind viele Leute im Chat. Was mich immer freut. Es versüßt mir noch den Samstagmorgen. Hab ich gechillt, einen Kaffee zu trinken. Computerlogbuch. So fangen wir demnächst immer an. In Gedenken an die legendäre Star Trek Morgenkaffee-Episode, wo ich alles voll gespammt habe mit GIFs. Ich habe mir eine ganze Kanne voll Kaffee gebrüht. Die üblichen Verdächtigen, genau. Heute ist wieder ein Solo. Wird auch heute nicht ganz so lang. Da kommen wir auch gleich zu, warum. Aber wahrscheinlich so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Mal gucken. Die üblichen Verdächtigen, genau. Das ist sehr schön. Freut mich immer. Wie gesagt, das ist für mich schön chillig. Ihr seid auch treu, ja, das ist wahr. Wunderschön. Gut. Wie gesagt, heute alleine. Das hat verschiedene Gründe. Einmal, weil der Chosen heute nicht in Quatschlaune war, aber teilweise auch, es passt eigentlich auch ganz gut, weil wir heute ein paar Themen, sag ich mal so, für die Zukunft des Morgenkaffees besprechen. Keine Angst, ich breche ihn nicht ab oder so. Der soll weiterlaufen, so gut es geht. Geht mehr einfach nur darum, ob wir ein paar Sachen ändern in Zukunft. Sternzeit viel zu früh, ich brauche jetzt meinen Kaffee. Eigentlich müsste ich das als Opening-Satz. Logbuch. Und dann immer das Datum. Das muss ich mir eigentlich fast notieren. Und dann so dieses, obwohl es im Weltraum ja keine Geräusche gibt, dieses leise Summen mir runterladen, dieses Ambient-Summen, das gerne Leute gerne für Sci-Fi-Serien benutzen. So. Ich meine, ein Vacuum ist kein Sound, ne? Ja. Brauchst ja für Schwingungen, bla bla. Ich bin zu früh für so einen Scheiß. Man muss gestehen, dieses Mal ist es wirklich ein Morgenkaffee für mich. Meistens bin ich ja schon so um 8 oder so wach. Ich war gestern spät im Bett, weil ich gearbeitet habe noch bis spät in die Nacht. Und deswegen bin ich tatsächlich erst um 11 aufgestanden. Deswegen auch eine ganze Kanne Kaffee. Falls ich heute ein bisschen noch durch den Wind wirke, ist das, weil ich noch nicht so lange wach bin. Was wollte ich? Ach ja, ich wollte mir das in Google Docs notieren, weil lustig. Ja, du schläfst nicht. Ja. So ist es. Habe ich eigentlich schon im Morgencafé-Pod? Morgencafé-Google Docs? Sieht nicht so aus. Mache ich mir doch mal eine. Dafür hat man das doch. Also für solchen Quatsch, damit ich mir so einen Quatsch notieren kann. Guten Morgen, Katze Amira. Wo war's? Genau. Computerlogbuch. Ey. Steht ja morgen Kaffee mit H am Ende, ist wunderschön. Computerlogbuch. Schreiben kann ich auch noch nicht. Ist perfekt. Sternzeit. Viel zu früh. Das passt ja ganz. Das passt ja eigentlich ganz schön mit dem Joke, den ich sehr lange gerissen habe, dass ich auf einem. Dass ich auf einem Stein irgendwo im Weltall lebe. 11 Uhr aufgestanden, Dito. Ja, es war, wie gesagt, ein bisschen irgendwo zwischen Insomnia und ich muss noch ein paar Projekte fertig machen. Habe auch noch eine Nerdpool-Commission, die ich fertig machen muss. Also für einen Nerdpooler. Die schon ein bisschen zu lange auf meinem Schreibtisch liegt, was etwas ärgerlich ist. Aber das weiß der.
Sollte also kein Problem sein. Gut. Wir haben heute Pläne. Ich hoffe, das war nicht so laut, das Klatschen. Das war nämlich sehr dicht an dem Mikrofon. Denn, das hatte ich ja, glaube ich, schon das letzte Mal angedeutet. Ich update momentan so die Grafiken langsam. Das dauert halt noch ein bisschen, weil ich habe aktuell sehr viel auf meinem Plate. Aber wenn es dann fertig ist, dann wird es einmal so ein Schwung-Update geben, wo die gesamten Grafiken geupdatet werden. Das wird der Morgenkaffee sein, der kriegt halt ein bisschen was Neues. Wie ich, glaube ich, schon mal gesagt hatte, die Wand bleibt. Aber so, ich habe mehr von diesen TV-Heads in der Mache. Also von diesem Maskottchen, das ihr rechts seht. Was ja mein Internet-Avatar ist. Da habe ich mehr von gemacht. Und die sind ein bisschen animiert und so. Ist ganz lustig. Und in dem gesamten Kontext von dem Grafik-Update, da werde ich auch die Schrift oben wieder ein bisschen neuer machen. Dass die ein bisschen besser aussieht, weil die habe ich damals so zusammengeklatscht. wie gesagt, da werde ich das alles machen. Und im Zusammenhang dachte ich, wir machen ein bisschen Interactivity. Das wird sich auch auf die Leute auf YouTube später beziehen, weil ich das Ganze eine Woche stehen lasse ungefähr. Also bis zum Samstag, den 22. April. Also bis dahin lohnt es sich, dabei mitzumachen. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Interactivity morgen. Es geht generell darum, ob Interesse besteht, dass ich den Morgenkaffee in verschiedenen Formen update. dafür habe ich 4 Strawpolls erstellt. Und falls uns noch was anderes Cooles einfällt, worüber ich eventuell inquirieren muss, dann machen wir das gleich. Aber das sind jetzt die ersten 4, die mir so eingefallen sind, was man eventuell mal was eventuell mal interessant wäre. Mir fällt, glaube ich, gerade sogar noch was 5. ein. Aber dazu kommen wir gleich. Gut, fangen wir mit der ersten an. Ich kopiere die mir schon mal, damit ich euch gleich den Link reinwerfen kann. Chosen hält sich raus aus den Strawpolls. Warum das? Du kannst ja keine mitmachen, mich stört das nicht. Die Strawpolls sind jetzt nix. Dein Ding, do whatever you want. Ja, es ist ja, weil das Ding ist, alle diese Sachen finde ich tendenziell gut. Es ist halt mehr die Frage, was mehr Sinn macht für uns. So ein bisschen. You know? Und ich meine, die kommen ja ein paar Leute und gucken auch so zu. Aber wäre ja interessant zu wissen, was ihr so denkt generell. Also die, die auch regelmäßig mit zuschauen. Und auch die, die später auf YouTube nachgucken. Deswegen die erste Frage, die ich hätte, soll der geupdatete Morgenkaffee ein Thema haben? Weil das ist immer wieder was, was ich höre. Also, dass mich Leute anschreiben und fragen, was ist das Thema dieses Morgenkaffees? Und ich denke immer, der Morgenkaffee hat kein Thema. Wir bullshitten einfach, wenn wir davor irgendwie in den 5 Minuten vorm Stream irgendwie auf ein Thema kommen, dann haben wir vielleicht eins, aber meistens gibt es ja keins. Chosen ist den Mod raushängen, ja, ich merke das schon. Und da wäre halt einfach die Frage Strawpoll-technisch. Ich hause mal für euch rein. Und für die Leute, die das später auf YouTube nachgucken, ich hau die in die Videobeschreibung. Mit Titel drüber, was jeweils jede Umfrage ist. Wie gesagt, soll der geupdatete Morgenkaffee ein Thema haben, das gegebenermaßen dann natürlich auch schon im Eventkalender auf dem Nerdpool steht, beziehungsweise dass ich dann twittern werde. Sobald es feststeht. Ich merke das schon. Alle Dude, Mann. Alle Dude. Wie gesagt, wenn du Bock hast, kannst du gerne mit abstimmen. Ansonsten musst du auch nicht. Ah. Wie gesagt, das ist nur so für mich, so aus purem Interesse. Also die 3 Antwortmöglichkeiten, die ich gegeben habe, ist einmal natürlich ja, einmal nein. Und dann als letztes mal so, nur wenn uns was Cooles einfällt, so ein bisschen so in dem Thema. Ansonsten Freischnauze. Ansonsten könnte man auch sowas machen, das wäre auch eine Überlegung wert, so irgendwie so, dass es immer abwechselnd ist. Zum Beispiel man hat immer eine Woche ein Thema und eine Woche Freischnauze oder so. Darüber können wir gleich gerne auch noch reden. Je nachdem, wie es sich abstimmt. Das sehen wir dann. Wie gesagt, die Strawpolls werden bis zum 22. April laufen.
Bis dahin kann wild abgestimmt werden. Ich finde nämlich beides in Ordnung. Und da der ursprünglich ja als mit festgelegten Themen angelegter Podcast mit Engai wohl nicht weitergeht, so wie es aktuell ausschaut, wird es dann wahrscheinlich, also wäre es eventuell eine Überlegung wert. Deswegen. Aber mir ist es in sich, ich finde beides gut. Oder alle drei Möglichkeiten, ist egal. Der Unterschied wäre wahrscheinlich, bei Freischnauze kann ich Leute einfach halt, wie gesagt, wirklich Freischnauze einladen. Bei Themen wäre es wahrscheinlich eher so, dass ich dann vielleicht auch mal gucke, dass ich Leute einlade, die es, wo Sinn macht. Also, keine Ahnung, wenn wir über... über Cthulhu-Abenteuer reden, würde ich dann eventuell spezifisch Leute einladen, die ich weiß, die Cthulhu spielen und vielleicht aber auch ein paar, die das noch nie gespielt haben, damit es ein coole Interaktion gibt oder so. Keine Ahnung. Mir ist das relativ Latte. Das wäre halt, wie gesagt, die erste. Ich darf nicht vergessen, dass ich die alle offen lassen muss. Damit ich die auch noch später in das Event kopieren kann. Das wäre, wie gesagt, so das erste. Das zweite ist relativ kurz und schmerzlos als Thema. Fändet ihr eine feste Gästeliste im Event und eventuell auch in den dazugehörigen Tweets oder dem Streamtitel hier unter Twitch oder auf Twitch? Fändet ihr das gut? Also wenn da drin steht, wer mitmacht, oder tangiert euch das überhaupt nicht und ihr kommt einfach nur zu gucken, was geht? Das wäre wahrscheinlich die zweite. Da habe ich halt, ja, eine feste Gästeliste wäre praktisch, dann nein, muss nicht. Dann, wenn du schon frühzeitig weißt, wer alles kommt, warum nicht? Und mir egal. Ja, das Abschweifen habe ich eh schon. Das ist einfach so, da kann ich die Leute und da kann ich mich selber und die Leute nicht von abhalten. Das habe ich schon lange akzeptiert. Das ist immer mit vom Paket. Da habe ich keine Chance. Aber wie gesagt, es sieht aktuell leider nicht so aus, als ob der Löffelgeil-Podcast in irgendeiner Form jeweils weitergeht. Auf jeden Fall nicht in absehbarer Zeit. Dementsprechend. Wenn sie so oder so machen, genau. Dementsprechend kann ich halt. Deswegen gucke ich halt jetzt auch momentan. Weil aktuell war das ja so ein bisschen eigentlich gedacht, ich poste gleich die zweite Storepool. Storytime gerade. Ursprünglich hatte ich ja den Morgenkaffee so ein bisschen als Gegenstück zum Löffelgeil-Podcast gemacht, wo der Löffelgeil-Podcast feste Themen hatte, sollte der Morgenkaffee wirklich einfach nur Gebrabbel morgens früh sein. Und morgen im Chat, wo ich es gerade sehe. Und jetzt, wo halt relativ klar ist, dass der Löffelgeil-Podcast wahrscheinlich nicht weitergeht, denke ich halt, wie gesagt, so ein bisschen über sowas Hybrid-mäßiges nach. Deswegen ist es in sich auch eine ganz gute Zeit, dass wir gerade updaten. Nicht viel, ich kann auch mal die andere posten. Wir machen gerade ein paar Abstimmungen, was den Morgenkaffee angeht, weil ich den jetzt langsam update, zusammen mit so ziemlich allen meinen Streams, da Neuerungen mache. Und da machen wir so ein paar Abstimmungen. Halt aktuell soll, ob wir Themen haben sollen im Morgencafé. Weil halt der Löffelgeil-Podcast nicht, wie gesagt, wahrscheinlich nicht weitergeht. So wie es aussieht. Ja. Sieht generell momentan nicht so aus, als ob die Streams mit Engai in irgendeiner Form weitergehen. Dementsprechend also auch leider Otherside und keine Ahnung. Haben wir noch in irgendwelchen anderen Streams zusammen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren die beiden Aktiven. Also sieht momentan nicht so aus. Dementsprechend. Ja, dementsprechend, wie gesagt, bin ich jetzt momentan am Updaten von meinem Gedöns. Auch mit dem würde ich. Also. Weißt du, ist eine Kiste. Tangiert mich nicht mehr.
ehrlich gesagt. Da werde ich auch nicht so viel drüber sagen. Ist halt eher privat. Das muss er selber machen. Da muss er seinen Arsch selber für hochkriegen. Ich bin nicht sein Sekretär. Zumal wir auch gar nicht mehr so viel miteinander zu tun haben. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was ich sagen kann. Also wir haben uns nicht gestritten oder so. Ist mir einfach nur, wir haben nicht mehr wirklich viel miteinander zu tun. Deswegen kann ich dazu auch nicht mehr viel sagen. Genau, Leuchtstern. Ja, naja, kann man nichts machen. It is, wie es ist. Und deswegen update ich, wie gesagt, meinen eigenen Scheiß. Wie gesagt, ist kein Drama im Hintergrund. Ist halt einfach nur... Keine Ahnung. Es war nicht meine Entscheidung. Dementsprechend, ich hätte die Projekte gerne weitergemacht, aber... Man einfach einen Chosen. Wie nennen wir das? Den Pariah Cast. Gibt's bestimmt schon. Da müssen wir noch irgendwas davor hängen. Electric Pariah. Ich habe ja den TV-Head. Pariah TV. Wir kriegen da bestimmt irgendwas hin. Nein. Wie gesagt, der Morgenkaffee wird wahrscheinlich... Googelt. Oh Gott. Ja, wie gesagt. Plastik. Das klingt wie schlechte Shipping-Namen. Please not. Es war auch damals, wie das Löffel-Guiding, sag ich mal, in Existenz gekommen ist. Weil es, ja, Plastic Pariah Podcast. Sind wir jetzt schon an dem Punkt, ja? Ah, deswegen liebe ich den Morgenkaffee. Weil wir den Löffelgeil-Namen halt als Scherz auf diese Shipping-Namen-Mashups gemacht hatten, so ein bisschen damals. Aber wie gesagt, die Zeiten scheinen vorbei zu sein. Kann man nicht viel machen. Es ist, wie es ist. So, kommen wir zur zweiten Strawpoll. Hatte ich ja gerade schon gesagt. Fändet ihr eine Gästeliste gut, ja oder nein? Nein, nur dieser komische Pariah-Film ist 2011. Electric Pariah finde ich irgendwie cool. Wir müssen, by the way, mal wieder eine Nachtschicht machen. Nerv mal Dennis. Nerv mal Dennis. Gut, die zweite Strawpoll ist, wie schon angekündigt, habe ich die richtige kopiert? Ja. Fändet ihr eine feste Gästeliste im Event, im Twitch-Titel und auf Twitter? Gut, ja oder nein? ja, du warst ja eine Weile nicht da. Ich hatte das schon in einem der vorigen Podcasts gesagt, dass ich eh drüber nachdenke, auszusteigen aus persönlicher Frustration mit ein paar Sachen, die sich ergeben haben, was nichts mit den Leuten zu tun hat. Ich muss das immer betonen, weil das Internet dramatisiert Sachen gerne. Ich habe, wie gesagt, überhaupt nichts gegen die Leute, aber ich hatte halt so ein paar... Stick Dennis wird genervt. Ich hatte ein paar Problematiken mit so ein paar Sachen, die sich leider im Hintergrund ergeben hatten. Was die unterschiedlichen, ich nenne es mal Ziele im Spiel angeht. Also Drama, Drama Alert. Bitte Hashtag nicht Keemstar. Wer zum Teufel sind diese kleinen deutschen Lödel-YouTuber? Ja, also doch, der Verräter, ja, so ein bisschen so. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Rotre liegt halt aktuell flach. Da gibt's keine News. Ich hatte gesagt, ich mache auf jeden Fall noch bis zum Ende Buch 2 mit. Aber danach ist relativ offen. Das gucke ich dann, wenn es weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Es ist Umrions Projekt. Also im Endeffekt. Ich kann auch nicht alle Projekte für alle hebeln. Das geht nicht. So, zweites Dropboard. Schluss jetzt. Wir schweifen wieder gerade gnadenlos ab. Das ist großartig. Ups, Chosen. Ups. Gab's interessante Ergebnisse? Ah ne, du hast es nur geschrieben. Ist auch gut. Hashtag Dennis verstören, gut überlegt. Ja. Der wacht wahrscheinlich auf und denkt sich, what the fuck? What the fuck is this? Perfekt. Perfekt. Wir trollen ihn ja gerne. Ja, auch die Swarpole wird wieder auch unter die Nacktschicht mit Chosen.
Ja, auf gibt's sowas wie. Ich hab da noch nie drüber nachgedacht. Gibt's. Weil es gibt ja YouPorn zu YouTube. Gibt's sowas für Twitch? Bestimmt. Es gibt bestimmt irgendeinen Pannamen da drauf, den sich irgendwer überlegt hat. Das gibt's bestimmt. Ich weiß nur nicht, ob ich's googeln will. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ja. Twitch-Porn gibt's unter Garantie. Ich meine, es gibt ja sowieso Stream-Services. Wir schweifen noch komische Themen ab. Aber gibt's bestimmt. Bitte nicht. Komische Themen im Morgenkaffee. Ich bin, wie gesagt, erst seit kurz nach 11 wach. Erwartet noch nicht zu hohen Humor von meiner Seite. Wird heute eher flachwitzig. Ja, genau. Google es. Das klingt in der Tat anstrengend. Zurück zum ursprünglichen Thema. Bevor wir jetzt komplett in die Richtung abschweifen, will ich das gleich wirklich googeln. Ja, wie gesagt, alle Strawballs landen tendenziell, also werden definitiv in der Videobeschreibung vom Video landen. Also wenn ihr es auf YouTube nachschaut, nochmal zur Erinnerung runter und auf die Links klicken und mitmachen. Läuft bis zum 22. April, damit ich einen möglichst großen Meinungspool kriege. Vielleicht, ich habe ja so ein Thread im Nordpol, vielleicht schmeiße ich die da auch nochmal rein. Einfach nur Twitch and chill. Yes. Yes. Morgen Kaffee and chill. Aber nenne ich den um. Richtig cremig. Ah, so. Also, das hatten wir. Findet ihr eine festgesetzte Gästeliste im Event besser? Also, Event bezieht sich auch, wie gesagt, auf den Twitch-Titel. Also, wenn ich weiß, wer es ist, würde ich, ne, so ein bisschen. Ihr wisst schon. Oh, wir haben plötzlich jede Menge Zuschauer geworden. Guten Tag. Wunderschönen guten Morgen. Die dritte Strawball, die wir für heute haben, ist in Zukunft. Wollt ihr einen reinen Podcast oder was ich gerne einen Semi-Podcast nenne? Für die gerade dazugestoßen sind, wir reden über Updates zum Morgenkaffee. Ich bin schon Bus nachsagen, ja. Wie gesagt, soll der Morgenkaffee in Zukunft ein Podcast sein, also das Klassische, was man darunter versteht. Also wirklich nur Audio. Ne, wie gesagt, der Chat wird wahrscheinlich bleiben, aber halt in dem, damit Kontext bestehen bleibt, da es ja ein Live-Podcast ist. Dazu kommen wir gleich, wenn es ein Semi-Podcast ist. Also wirklich in sich nur Audio und im Video dann eben halt mit dem Chat. Oder das, was ich als Semi-Podcast bezeichne, das heißt das, was wir ab und an mal machen, wenn es gerade zur... So ist wieder Korbsche Podcast. Semi-Podcast im Sinne von... Ich benutze ja manchmal sowas wie GIFs und Fotos und halalal. Ne, solchen Kram. Die sich nicht gut in ein Audioformat logischerweise übertragen lassen, ohne dass ich ellenlang Bilder beschreibe. Also zum Beispiel solche Sachen wie bei Star Trek, wo ich die ganzen GIFs da reingeklatscht habe für Fun. Oder wenn ich zum Beispiel wie letztes Mal über Simon Stalnack rede und dann Artwork von dem halt in den Stream haue. Halt solche Sachen. Ich hätte vielleicht auch noch einen Unterpunkt machen sollen für mit Kameras, zumal mein Internet jetzt besser ist. Egal. Das machen wir vielleicht gleich nochmal als extra Strawball. Wenn Semi-Podcast wirklich überwiegt, wäre das halt eine Überlegung wert. Weil normalerweise ist ein Podcast ja eher Audio-only. Und ja, wie gesagt, da wäre so ein bisschen die Question, was ihr besser findet. Weil ich weiß, dass manche Leute sind halt im Chat, ne, wie die lieben Leute, Gott, meine Stimme verrückt gerade, wie die lieben Leute, die jetzt auch gerade im Chat sind und gut gelaunt mitrödeln. Aber es gibt halt eben auch Leute, die sich sowas zum Beispiel auch downloaden und dann auf dem Weg hören. Und da wäre halt eben die Frage,
Oder die das einfach nur in einem zweiten Tab geöffnet haben und halt neben mir anderen Kram machen oder in der Wohnung rumwuseln oder so. Und da wäre halt einfach die Frage, macht es Sinn, dass wir das Ganze wirklich in ein reines Podcast-Format ziehen für euch oder wollt ihr halt, dass es so bleibt, wie es ist im Endeffekt? Oder ist es euch egal? Das ist natürlich auch immer eine Variante. Auch die kommt natürlich wieder schön unter das Video später. Ich hätte da wirklich noch was machen sollen mit Volti-Videos haben. Aber mir ist es relativ wumpe im Endeffekt. Ich finde alles gut. Ich bin mal generell sehr gespannt. Wie so generell sich das rauskristallisieren wird. Weil für mich ist das immer, ich liebe, deswegen habe ich ja auch das bei Sandboxing gemacht. Ich liebe es, mir solche Graphen anzugucken. Das ist ein bisschen traurig, dass ich solche Sachen spannend finde, aber ich finde Umfragen spannend. Gerade wenn es meine eigenen Projekte betrifft, weil ich finde Feedback immer mega wichtig. Aber manche Leute können halt besser sich beteiligen an sowas, wenn sie sich nicht direkt vokal äußern müssen, sondern einfach nur so haben, so. Also, das sind so Möglichkeiten, die ich wählen kann. Ja, das macht Sinn. Ja, ich nehme mal das. Das ist ja mal ganz gut. Da tendieren sich mehr Leute zu Wort zu melden. Ich gieße mir gerade noch einen Kaffee rein. Eine Sekunde. So. Schwarzen Kaffee. Ich wäre, wie gesagt, mit allen Varianten happy. Es geht dann nur so ein bisschen darum, ich sag mal, was halt für euch interessant ist, weil das soll ja für uns alle unterhaltsam sein. Und ich tendiere dazu, nur Möglichkeiten reinzunehmen, wo ich auch selber sage, damit bin ich happy, das kann ich machen, ohne Probleme. Andere Leute schauen Porn, wir schauen Statistiken, exakt. Wo wir wieder bei dem Porn-Thema wären. Ja, Chosen, hast du es inzwischen gegoogelt? Wir brauchen so ein Lenny-Face-Smiley auf Twitch. Ich weiß gar nicht, ob es einen gibt. Naja, wie gesagt. Das ist so ein bisschen so einfach nur für mich, damit ich so eine Idee habe. Weil dann kann ich bewusst drauf achten. Wenn halt jetzt eine überwerfende Menge geschrien hätte, Podcast only, dann hätte ich das Ganze halt ein bisschen anders angelegt. Nein, hat es noch nicht gegoogelt. Gut. Als nächstes auch wieder, du möchtest das umgehen, verständlich. Die nächste Stropo ist relativ kurz. Da geht es einfach nur darum, wären Leute tendenziell daran interessiert, dass ich. Tu's nicht. dass ich MP3-Downloads zur Verfügung stelle. Also den. Ich meine, es gibt ja Programme, mit denen man sich YouTube-Videos einfach als MP3 runterziehen kann. Aber werdet ihr tendenziell daran interessiert, dass ich die irgendwo extern hochlade, als MP3 halt runtergerechnet? Und. Die einfach nur zum Download anbiete in der Videobeschreibung. Kopieren. tu es nicht, tu es! Oh Gott. Das wäre die nächste. Die ist relativ kurz, die ist auch relativ schmerzfrei. Das ist einfach nur. Und das bezieht sich nur auf zukünftige Folgen. Die alten werde ich wahrscheinlich nicht machen. Das ist auch so ein bisschen so eine Koppelfrage halt eben mit der Frage zu Podcast, Semi-Podcast. Wird es vielleicht nur für ein paar Leute etwas easier machen, sag ich mal. Wir fangen gerade noch ein paar andere Sachen ein. Wir machen eventuell gleich noch ein paar mehr Strawpulls. Mach das schon. Bis er hat sich zu eingeladen. Heute ist Straw Poll Saturday.
auch interessant. Aber ich hatte es mir bei der so halb so gedacht. Oh, es hilft sich. Ich finde sowas spannend. Ist ein bisschen traurig. Ist ein bisschen traurig. Ich finde eher, dass es mehr Sinn machen würde bei themenbezogenen Morgenkaffees. Genau, wenn die wirklich ein Thema kriegen, dass es da eventuell Sinn machen würde. Da können wir vielleicht noch was das dann vielleicht noch spezifischer ausarbeiten. Wir werten das dann aus. Also wie gesagt, der 22. oder beziehungsweise ich würde fast sagen der 21. Ich glaube, ich schreibe es nochmal in die Videobeschreibung. Also sozusagen Freitag, der 21. April ist Einsendeschluss und am Samstag, den 22. werten wir aus. Würde ich sagen. Das heißt, da gucken wir uns mal an, was so alle, also wie viele Leute generell abgestimmt haben. Und für was wir so abgestimmt haben und was das dann für den Morgenkaffee heißt. Auswerten von Statistiken, yes! Ah, ist ein bisschen traurig, ne? Aber es ist, wie es ist. In irgendwie jeder Gemeinschaft. Können die Leute selber entscheiden, ob sie einen Bullshit-Podcast downloaden wollen. Ja, das sowieso. Aber... genau. Ich mach mal eben gerade eine neue Straw Poll. Falls es beim... Semi-Podcast... Hatte ich es mit Bin... Ich kann nicht schreiben. Ist perfekt. Ich lasse das jetzt einfach so. Ich hätte Semi-Podcast ohne Bindestrich geschrieben. Ich habe in der Mitte vom Satz Caps Lock aktiviert und der halbe Satz sieht aus, als hätte ich ihn gebrüllt. Moment. Also, falls es beim Semi-Podcast bleibt. Weil, das kann ich in dem Zusammenhang für die Struggle, weil die war mir vorher noch nicht eingefallen, aber die macht in sich Sinn. Da können wir gleich auch nochmal zu kommen. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, dass ich momentan neben Themenwochenvorbereitung und APC-Vorbereitung auch mitten in einem Umzug stecke. Dementsprechend bin ich überhaupt nicht achtgeteilt und nehme mir halt noch Arbeit und andere von. Deswegen kann es halt auch sein, dass ich es außerhalb der Themenwoche, die ja übernächste Woche ist, ja, übernächste Woche, dass ich eventuell ein bisschen rar werde in den nächsten paar Wochen, außerhalb davon. Weil halt einfach Umzug ist stressig, Peoples. So, wie will ich das jetzt schreiben, falls es beim 7-Podcast bleibt? Video, Fragezeichen. Das heißt vielleicht dann eher sowas wie, ja, sowas wie den Corruptional-Podcast. Ich glaube, der beschreibt das ganz gut. Halt, was wir ganz am Anfang mal als Testphase hatten, halt mit Video-Footage von verschiedenen Leuten, wonach auch immer mal wieder Leute fragen. Deswegen, da könnte man... Genau. Und da hänge ich dann noch den Unterpunkt an, ob es nur bei Themenbezogenen sein soll oder nicht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute. Machen wir die noch. Ah, was der Korbschnell-Podcast ist. Danke, Chosen. Ja, der Korbschnell-Podcast ist in sich vom Setup her. Es sind meistens 4 Leute. Bei uns wäre es wahrscheinlich, würde ich dann eventuell die maximale Gästezahl auf 3 beziehen und dann halt das so ein bisschen anders anordnen. Wie gesagt, dann wird das Design ein bisschen anders ausfallen. Aber... Oh, das ist sehr zwiegespalten. Oh. Die Statistiken rollen ein.
halt, wie gesagt, das wäre so ein bisschen so was Co-Optional-mäßiges, weil ich mir einen Streamraum einrichte in der neuen Wohnung. Ein Stream-Rollenspielraum. Weil ich eventuell plane, mit den Leuten, die hier dann in der Ecke wohnen, eventuell mal sowas zu machen, dass wir uns für einen Tag treffen und dann zum Beispiel so, ja, Abenteuer am Tisch aufnehmen. So ein bisschen das, was zum Beispiel, oder vielleicht sogar vom Tisch streamen, muss ich mal gucken. Ich werde da ein Kamerasetup für bauen müssen und so. Das wird eine lange Testphase, aber wenn es dann erstmal soweit ist, wird es, glaube ich, ziemlich cool. 3 plus dir? Nee, wahrscheinlich insgesamt 3, weil das, glaube ich, auch ganz angenehm ist. Dann übertönt man sich nicht so krass. Ich fand immer dieses 2 Gäste fand ich immer total angenehm. Bei mehreren war es meistens immer so ein bisschen überlaufen. Also da haben sich Leute sehr schnell ins Gehege gequatscht. Mir fällt noch einer ein. Ich habe an sowas zu viel Spaß. Und da ihr ja mitmacht, kann es ja nicht so langweilig sein. Ich glaube, das wird eine Erweiterung zu der Frage mit dem, sollte der Podcast Themen haben. Ja, es ist einfacher zu handeln. Also es ist halt für mich dieses, weil ich gleichzeitig halt eben auch noch das Stream-Setup im Auge behalten muss, ist es für mich angenehmer zu sagen, 1 bis 2 Gäste und ich und der Chat und das Stream-Setup und die Musik und allerlei, ne, so ein bisschen so ist es einfach angenehmer. Und vor allem, da kann ich dann auch, wenn nicht so viele Leute können, ist es halt nicht, dass ich irgendwie im Setup oder so halt ein leeres Feld habe. Das wäre ja langweilig. Also wenn dann... Ungefähr so. DSA, ja, nein, Pathfinder, Kappa. Ungefähr so. Das war, glaube ich, sehr laut. I'm sorry. Bitte nicht. Ich baue mir auch einen richtig coolen Rollenspieltisch, by the way, für meinen Rollenspielraum. Mit einem Screen in der Mitte und tiefer gelegter Platte und so Scheiß. Und Becherhaltern. Und für jeden ein Schubfach, wo sie ihre Charakterbögen und so reinschieben können, wenn sie die gerade nicht brauchen. Wird gut. Wird gut. Freue ich mich drauf. Wird nur teuer. Der wird aber wahrscheinlich erst im Sommer-Herbst fertig sein, weil ich vorher einfach keine Zeit habe. So viel zu tun. Too much to do. Ah. Bis dahin habe ich da nur einen großen Esstisch stehen. Aber ist auch okay. So, was wollte ich? Ach ja, genau. Ich nenne es mal erweiterte Frage. Erweiterte Themenfrage. wie formuliere ich das? Damit es auch Leute, die später auf die Strawpools gehen, die verstehen. Gerne, Chosen. Sehr gerne. Ach, Panik. Ich hab Leute schon von weiter weg angeschlört. Der Chosen hat mich ja jetzt auch schon öfter besucht. Und der wohnt auch in Buxtehude. Das ist alles machbar. Irgendwann mal. Wir wollten ja generell irgendwann mal vielleicht ein Treffen hier in der Gegend machen. Aber wahrscheinlich erst, wenn es ein bisschen wärmer ist, weil dann kann man sich irgendwo bequem draußen hinchillen, you know. Wir nehmen einfach Münz, dann stimmst du Panikwolf. Erweiterte Themenfrage. Wo war ich gerade gewesen? Ach ja, genau.
Moment. Das muss ich umformulieren. Meine Rechtschreibung ist sowieso nicht die beste, aber... das sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Was steht es mit dem Löffelvorrat? Oh Gott. München? Ja, das ist schon ein ganz schönes Stück. Wie gesagt, ich und Dennis hatten generell mal darüber geredet, eventuell ein Meetup zu machen. Eigentlich wollten wir es ja bei der Shark Trash Night machen, aber die ist halt sehr vom Cineplex bei uns abhängig. Ich bin, glaube ich, gerade gegen meinen Plopschutz vor dem Mikrofon gekommen. I'm sorry. Machen wir die Storepoint auch noch. Das ist eine erweiterte zu der Themenfrage vom Anfang. Ich muss meine Neugier befriedigen. Das ist aber, glaube ich, auch die letzte für heute. Also die letzte Umfrage. Mir fällt aktuell nichts anderes ein. Es sei denn, euch fällt noch was Interessantes ein, wo man drüber inquirieren könnte. Im September ist die Padras Sommergrillkon in Hamm. Ist nicht so weit weg von Münster, glaube ich. Ja, Hamm ist eine Zugstation. Ich schaff's immer nicht zur Sommercon. Und ich habe mit denen auch irgendwie nicht so wirklich viel zu tun. Also ich habe nichts gegen die oder so. Ich habe noch nicht wirklich viel mit denen irgendwie zu tun gehabt. In den letzten, keine Ahnung, 3 Jahren oder so. Glaube ich, 1-2 Mal geredet insgesamt. Irgendwann ganz am Anfang war mal mit dem... Da wollte das Kamel bei einer Little Fears Runde mitmachen, die leider nie zustande gekommen ist. Obwohl die Charaktere sehr, sehr cool waren. Er hatte einen sehr lustigen Charakter. Wie gesagt, die Umfrage, die ich gerade reingepostet habe, ist halt erweiterte Themenfrage. Falls es zu Themen kommt, abwechselnd Themen und Freischnauze, ja oder nein. Also, dass man irgendwie sowas hätte im... so im Sinne von... halt, dass man vielleicht sowas macht, so wirklich so mit wöchentlichen... Also, dass man immer so hat, so einer ist Freischnauze, einer ist nicht. Lulule. So ein bisschen. Das wäre ja vielleicht ganz cool, so, dass jede Woche... Dass es immer so ist, dass Leute, die zum Beispiel mehr sich für die Themenbezogenen interessieren, okay, das ist immer an den... Immer am zweiten und am vierten Wochenende jeden Monat. Und die Freischnauze-Dinger sind immer am ersten und am dritten oder so. Dass man das irgendwie so... Dass Leute dann für sich gucken können, was sie mehr interessiert. Mir ist es relativ egal, aber ist ja vielleicht ganz interessant. Ups, bin ich mit der Maus in den Screen gekommen. Ist mal aber Umbreon dabei? Ja, das kann sein. Umbreon war da ja öfter schon. Der war ja auch bei den ersten, meine ich, immer mit dabei. Ich poste sie nochmal eben, weil da wieder ein paar Leute dazu gekommen sind. Ist das die richtige? Ja. Das im Sommer eh deine Insel kommt mit uns. Ja, das stimmt. Da muss ich nochmal gucken, wer da alles mitkommt. Wer alles kann. Für diejenigen, die es nicht wissen, wir machen eventuell einen kleinen Ausflug diesen Sommer, weil ich das schon seit ein paar Jahren plane. Und dies ja endlich machen will. Dass ich mit ein paar von den Polern auf Inseln fahre. Ein bisschen da Rollenspielwochenende mache. Vielleicht vloggen wir da ein bisschen. Mal gucken. Oder wir twittern einfach nur aggressiv über den Quatsch, den wir da veranstalten. Das wird man sehen. Hat er in der Metal Nerd Shadow geschrieben? Habe ich es einfach noch nicht gesehen? Ich nehme einfach Münze und schieben, dass du Panikwolf war. Okay. Darauf war das bezogen. So. Das freut mich doch. Ich gucke gerade nochmal durch.
Muss ich die gleich nur noch sortieren. Wo kann ich mich anmelden? Ich muss mal gucken. Das war so ein bisschen, ich muss mal schauen, weil ich wollte da nicht so mega viele Leute mit hinnehmen. Wir wollten irgendwie, also wenn ich es hinkriege, wäre so eine 3- oder 4er-Gruppe, war glaube ich geplant. Ich wollte auf jeden Fall Dennis fragen und Herr Engel fällt wahrscheinlich weg. Eventuell Umbreon, obwohl ich nicht weiß, ob der kann, aber ich frage den einfach mal. Frag eventuell auch mal Chris und so, die ganze Mannschaft von Mad Monkey Squad. Mit denen hänge ich ja inzwischen auch etwas öfter rum. Eventuell der Justi, wenn der Zeit hat. Müssen wir mal gucken. Das wäre, wie gesagt, so die Idee, weil das mache ich öfter mit Freunden. Ich glaube, ich habe das schon mal von erzählt. Ich habe eine ziemlich große Familie und es gibt so ein, also wirklich groß. Also eher so dieses so Giant Family in allen möglichen Teilen der Welt. Und wir haben halt ein, besitzen ein Haus, das, wo immer so kleine Teile vom Haus verschiedenen Parteien gehören. Aber generell kann jeder halt Leute damit hinnehmen und so. Es tangiert niemanden. Und da würde ich dann die Leute mit hinnehmen. Eine Statistik erstellen, jetzt geht das los. Jetzt habe ich was losgetreten. So ein Quatsch. Jetzt habe ich Bullshit losgetreten. Ja, wie gesagt, wird glaube ich ganz gechillt. Also auf einer der, auf einer der Östfriesischen. Das ist Nordfriesisch, nee, ist Ostfriesisch. Ost, ja. Oder? Ich habe gerade so einen Moment von Selbstzweifel. Ich schon lange nicht mehr drüber nachdenken müssen. Auf einer der Inseln vor der deutschen Küste. Sagen wir es so. Mein Gehirn ist echt. Das ist jetzt meine 4. Tasse Kaffee und ich bin immer noch nicht ganz da. Fuck. Kann nicht wahr sein. Ja, wie gesagt, das ist auch so ein loser Plan jetzt für den Sommer auf jeden Fall. Chosen hat auf jeden Fall Bock drauf, wie man merkt. Ich wollte noch ein paar Leute fragen, tendenziell, ob sie Lust haben. Und da mal gucken, dass ich irgendwie so eine kleine Mannschaft zusammenkriege. Wie gesagt, so. Wahrscheinlich so um die 4 Leute. Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Mit denen ich dahin fahre. Das lässt sich ganz gut handeln da. 5 wäre vielleicht schon ein bisschen viel. Aber es hängt halt davon ab, ob er alles kann. Nehme ich mal schwer an. Müsste ich mal Einladungen für rausschicken. Ob die Leute Lust haben. Ja, ein so allustiges Wochenende. Oder vielleicht sogar länger. Vielleicht sogar 4, 5 Tage oder so, wenn die Leute können. Das ist halt auch immer schwierig. Wenn man berufstätig ist, ist das ja immer schwierig, seine Urlaube miteinander zu synchronisieren. Wenn ich Zeit habe, bin ich jetzt auf Museumspraktikum und dann 3 Wochen im Museum von 11 bis 18 Uhr. Ja, kein Stress, wie gesagt. Drei Wochenenden. Ja, das ist wenn, also ich behaupte mal, das ist wenn eher Juni, Juli. Wahrscheinlich eher Juli. Wahrscheinlich früher Juli. Irgendwie so in der Tendenz. Ich muss mal gucken, wie sie es halt auch für die Leute anbietet. Mache ich vielleicht mal eine WhatsApp-Gruppe auf. Das wäre vielleicht nicht schlecht, das mache ich, glaube ich. Aber hier nach. Hier nach. Jetzt chillen wir erstmal. Aber es ist auf jeden Fall nice, dass ihr bei den Umfragen mitgemacht habt. Dadurch kriege ich so ein bisschen Input einfach generell, wie ich es eventuell in Zukunft mache. Es ist interessant, bei welchen es sich sehr eindeutig hervorgeschoben hat. Und bei welchen noch nicht aktuell. Also es wird sich wahrscheinlich noch ändern, wenn Leute die nur auf YouTube nachgucken, weil Twitch für die nicht funktioniert. Wie sich das dann nochmal verschiebt. Das ist total. Bei dem Semi-Podcast mit Video ist total eben.
Also es gibt kein Nein, aber ja, egal. Und nur bei Themenbezogenen ist es total eben. Ist interessant. Ich finde sowas immer mega spannend. Ah. Ich kann ja mal diese coolen Graphen einblenden. Noch sind wir ja im Semi-Podcast-Mode, haha. Das ist die Grafik von dem, soll der geupdatete Morgen-Podcast Themen haben. Grün, sehr überwiegend, ist mal so, mal so. Macht nur, wenn euch was Cooles einfällt, ansonsten frei Schnauze. Blau ist ja, orange ist nein. Ist interessant, ist interessant. Also wie gesagt, jetzt die aktuellen. Das wird sich noch verschieben, wahrscheinlich über die nächste Woche hinweg. Obwohl, das weiß man noch mal nicht. Kann auch sein, dass die Leute, die jetzt im Chat rumhängen, einfach den Stream noch 6-mal gucken, weil es total spannend ist. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen heute der Update-Cast. Dementsprechend nicht ganz das Normale. Ich finde solche Graphen spannend. Dann findet ihr eine feste Gästeliste im Event. Twitch-Titel, Twitter besser. Grün ist, wenn schon frühzeitig weiß, wer alles kommt, warum nicht? Und rot ist mir egal. Das tangiert die Leute ja mal sowas von nichts. Großartig. Yeah, Auswerten von Statistiken. Ich liebe so einen Scheiß. Dabei war ich so schlecht in Mathe in der Schule. Aber Statistiken fand ich schon immer fun. Das ist irgendwie, da sieht man so generellen Konsensus. Das für die Podcast oder Semi-Podcast. Orange deutlich überwiegend ist für Semi-Podcast aktuell. Blau ist für Podcast, also Audio only, und grün ist egal. Ist spannend. Spannend. Wie gesagt, werden sich alle nochmal verschieben. Wir werden uns die nächste Woche nochmal angucken. Wo steht denn die Standardabweichung? das ist für MP3-Download für zukünftige Folgen. Und dann ist blaues ja, orange ist nein und grün ist beides okay. Nur eine Statistik, die man selber gefälscht und scoot. Zitat meine Klassenlehrerin aus Wirtschaftsgym. Wow. Perfekt. Und ups, ja. Das ist die, falls es beim Semi-Podcast bleibt, Video. Blaues ja, grün ist egal und rot ist nur bei Themenbezogenen. Wie ihr seht, ist mega zwiegespalten. Wenn ihr meint. Und beim letzten haben tatsächlich noch keine Leute abgestimmt. Ihr bösen Muffs. Ich glaube nur Statistiken, die ich selber gefälscht habe. Ja. Yep. Ihr bösen Leute. Nein, Quatsch. Ist euch ja komplett freigestellt. Jetzt stimmen sie ab. Hat's gerade einfach noch nicht geupdatet? Kann es sein, dass es gerade einfach noch nicht geupdatet hat. Jetzt sind plötzlich Stimmen da. Ta-ta-ta. Kann auch ein Strawpoll-Error gewesen sein. Normalerweise updatet sich das ja live. War vielleicht nur ein Error. Ignoriert das. Das war für die Frage, also für die erweiterte Frage zum Themending, falls es zu Themen kommt, abwechselnde Themen und Freischnauze, also dieses irgendwie erste und dritte Woche Freischnauze, zweite und vierte Themen. Da war dann grün ist egal, blau ist ja und orange ist nein. Auf der Statistik.
Da muss noch ein Kaffee ran. Dude, ich habe inzwischen über 1 Liter Kaffee gesoffen. Deutlich über 1 Liter. Ich bin immer noch nicht richtig wach. Ich glaube, heute wird einer dieser Tage. Meine Frage, was bringt dir die Option egal? Ja, egal heißt für mich halt so ein bisschen so dieses, das ist halt mehr so, das ist ja mehr dieses, was ich mir jetzt gerade hole, ist einfach nur Input. Was für Entscheidungen ich am Ende treffe, ist ja eh, sag ich mal, liegt ja auf meiner Seite. Aber so ein bisschen einfach nur zu gucken, wie fühlen die Leute darüber. Wenn den Leuten das total egal ist, kann mir das zum Beispiel sowas sagen wie, mir ist es egal, ich guck's oder so. Oder mir ist es egal, ich guck's eh nicht. Ne? Das heißt dann ja nur mehr, es ist einfach nur für mich so, sag ich mal, wie nennt man das, kontextbezogen interessant. Mehr Kaffee. Mehr Kaffee. Aber ich werde auch heute nicht so lange machen, wie gesagt. Ich bin ein bisschen gar. Ein bisschen much. Aber wie gesagt, egal ist so für mich einfach nur so eine. Wie gesagt, so für Kontext. Weil wenn die Leute wirklich einfach nur sagen, ich nehme es so oder so, ist mir eigentlich strunzelt, dann. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu vage formuliert. Also ich kann sehen, wo du herkommst mit der Frage. Exakt, Panikwolf. Der versteht mich. Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten. Da die Wahlen ändern ja schon was. Also es ist für mich schon, wenn ich sehe, dass eine Tendenz irgendwo hingeht. Und wie gesagt, ich wähle ja definitiv Möglichkeiten aus, die auch für mich selber logistisch Sinn machen. Dann gucke ich schon, dass ich da so ein bisschen hingehe. Aber die finalen Ergebnisse werten wir eh nächste Woche aus. Ah, Statistiken auswerten. Ich hätte eigentlich in so einen Bereich gehen sollen. Ich finde sowas viel zu faszinierend. Wieso bin ich nochmal freiberuflicher Illustrator geworden? Aber wie gesagt, das ist einfach heute ist so ein bisschen so der Update-Cast. Ein wenig Rumgejörre. Panic World findet das großartig. Ja, aber wie gesagt, kommen wir jetzt mal so ein bisschen von dem Update-Cast-Kram weg. Ist ja auch immer ganz interessant, aktuell über Sachen zu reden, die jetzt bald kommen mögen. Oh, Leuchte. Hat sich bei Shadowrun 4 zu 5 viel geändert? Oh Gott, ich könnte dir jetzt keine Specifics nennen, aber einiges hat sich auf jeden Fall geändert. Ich gucke das jetzt nach. Shadowrun 4 und 5. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Es gibt auf jeden Fall, wenn du nach Änderungen zwischen Shadowrun 4 und 5 googelst, gibt es auf jeden Fall mehrere Threads, die darüber reden im Pegasus-Forum. Ich habe 4 einmal gespielt oder zweimal, deswegen kann ich es nicht wirklich sagen, aber es gibt garantiert Änderungen. Ich gucke mal auf Englisch, das ist meistens. Update between Shadowrun 4 und 5. Ups. Schreiben wir gelernt sein.
Ja, die Fragesteine, es scheinen sich sehr viele zu stellen. Es scheint aber keine Liste zu geben, keine spezifische. Es ist mehr so dieses, Leute diskutieren über Erfolge und bla bla bla. Limits prevent characters from being overly min-maxed. Also du kannst nicht mehr so, durch die Limitierung kannst du nicht mehr so einfach min-maxing betreiben. Mystic Adepts get a huge buff. The priority system really makes things a lot better. Combat's been changed rather heavily on the bookkeeping, but not much on the execution. Picking is a lot better. Also scheint Updates gegeben zu haben. Ist immer so ein bisschen schwierig. Ich müsste mich da richtig einlesen in beide nochmal, um was Konzentriertes zu sagen oder was Sinnvolles. Genau, hier steht Priority System, it's back, limits. Setting wise, not much changed in 3 years. Basically, the Cyberdecks are back and they are simply overclocked comlinks. Okay. Hacking. Now hacking, you must deal with noise. Initiative system. Initiative was changed a little instead of rolling your score and adding. A certain amount of D6s, 1D6 basic, 4D6 in HOTS in VR, and adds to your score. Also es gibt ein paar kleine Änderungen, scheint sich, Hacking ist immer noch großes Chaos, ja. Ich lese hier halt gerade aus dem Forum-Thread. Dementsprechend. Ich habe 4 nicht genug gespielt, um viel dazu sagen zu können. Ich habe halt ein paar Mal jetzt 5 gespielt. Und ich fand's okay. Aber es ist halt, da hatte ich letztens eine Unterhaltung mit Chris und Umbreon drüber, dass sich Shadowrun einfach konstant wehrt, gespielt zu werden. Ich habe seit der zweiten Edition immer wieder mal Shadowrun gespielt. Momentan spielt meine Gruppe und ich nach 4 und alle fragen sich, ob sich ein Umstieg auf 5 lohnt. Das ist schwierig. Naja, das Regelwerk ist ja, meine ich, immer noch nicht teuer. Ne? Das kostet ja, meine ich, immer noch 20. Ich würde fast sagen, ich guck mal nach. Shadowrun. Das Softcover kostet nur 10 Euro. Wäre vielleicht eine Überlegung wert, sich das einfach mal zu holen und mal durchzublättern. Und zu gucken, was besser klingt. Ansonsten Homebrewed, was besser passt. Streamlined Sachen, wenn sie euch nerven. Und baut Sachen aus, wenn sie euch zu löddelig sind. Ja. Und dann einfach mal reinschauen. Also so die Unterschiede scheinen tendenziell zu sein. Sie haben was am Hacking-System geändert. Es gab, wie gesagt, die Limitierung einfach. Das Min-Maxing ist nicht mehr ganz einfach. Home-Roll-Editionen zusammen. Ja, wenn man die Zeit dafür hat, kann man das machen. Ich habe das auch schon bei Sachen gemacht. Also wenn mir was aus, zum Beispiel, das mache ich aktuell für Fog and Mirrors. Ich baue Custom-Klassen und so ein Shit für manche Charaktere, weil es noch keine passenden gibt. Also die, selbst mit Multiclassing, wo es das wird, was ich für den Charakter haben will, aber es soll trotzdem gebalanced sein, deswegen, oder halbwegs gebalanced sein, und deswegen nehme ich mir dann die Zeit und baue halt Klassen, die passen. Oder guck, ob im Internet Leute schon welche gehomebrewed haben, die in die Kategorien fallen, wie ich die haben will. Und ich bin gerade dabei, einen Skill-Point-Buy-System zu konstruieren für Justicon, weil und eine erweiterte Skill-Liste, weil es mich einfach nervt. Ich finde einfach, da fehlen so ein paar wichtige, die einfach, die da sein müssten, aber die es nicht sind. Beziehungsweise ich mag dieses attributbezogene Skill-Point-System einfach nicht. Das ist einer meiner größten Kritikpunkte an die Indie 5.
ich finde, du hast einfach... Also da, also ich finde Pathfinder an vielen Stellen ein bisschen übermäßig nervig. Also da haben wir, glaube ich, schon öfter drüber geredet. Dieses, ich mag die Tatsache, dass du in Pathfinder mega spezifische Charaktere bauen kannst, die total einzigartig sind, einfach aufgrund der Freiheit. Gleichzeitig ist die Freiheit aber auch total anstrengend, wenn du da das erste Mal draufstößt als neuer Spieler. Ich finde, ohne einen guten Spielleiter ist... Und selbst dann kann Pathfinder für jemanden, der das noch nie gemacht hat, hart zu handeln sein. Da finde ich D&D halt durchaus besser. Und als Spielleiter finde ich D&D wesentlich handelbarer. Einfach. Oh nein, gleich wird Chosen wieder getriggert. Wieder. Das Triggerwort Pathfinder. Bei Pathfinder ist es halt einfach, ich mag tendenziell die Freiheit, die einem, vor allem wenn man mit Erweiterungen arbeitet, einfach die man hat, Charaktere zu erstellen. Gerade wenn man einen Spielleiter hat, der nicht einfach nur das Kampfsystem durchprügelt, sondern der auch Rollenspiel zulässt und sagt, schmeiß ruhig Zeug in Craft, schmeiß Zeug in Skills, die nicht optimal sind für deine Klasse, weil dein Charakter das als Hintergrund hat und so. Ne? Oder in Knowledge-Sachen, die dein Charakter eigentlich nicht hat. Warum nicht? Den Anteil von Pathfinder mag ich. Und auch mit den Feeds und so. Ist ja okay, Chosen. Wie gesagt, ich finde, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber es haben die meisten Systeme. Jedes System hat seine Stärken und seine Schwächen. Ich finde halt, wie gesagt, D&D 5 ist cool, aber hat halt die deutliche Schwäche davon, dass du... Also so dieses, sag ich mal, von den Werten her sehr gleiche Charaktere rauskriegst meistens. Oder sehr ähnliche. Vor allem, wenn du... Also... Wie sage ich das? Also, die Charaktere sind relativ ähnlich von ihren Werten. Und ja, das holt man über Rollenspiel raus und über die Proficiencies theoretisch. Aber es ist halt einfach, da fehlt mir so ein bisschen die Freiheit. Das ist so ein bisschen mir... Also, ich finde es okay, wenn man das bei der Charaktererstellung hat und dann noch ein paar Punkte kriegt, die man frei verteilen kann. Aber ich finde generell, die Skill-List ist ein bisschen zu kurz. Halt solche Sachen. Aber das kann man ja homebrewen, das ist jetzt nicht so wild. Was ich auch gerade mache. Wo ich mir wahrscheinlich irgendwie sowas festlege, irgendwie so anhand des Hit-Dice irgendwie, dass ich immer festlege, wenn du so einen Hit-Dice hast, also wenn du zum Beispiel einen D6 hast, dann kriegst du so viele Skill-Points, die du verteilen kannst, bei einem D10 kriegst du so viele und so weiter und so weiter. Und beim D8 so viele. Das ist ja okay. Das ist, glaube ich, ganz okay. Ich werde da noch ein bisschen drüber nachdenken. Oder ob ich wirklich für jede Klasse mir einfach festlege, wie viele Skillpunkte man da pro Level up verteilen kann. Eventuell meist auch nur Fog and Mirrors spezifisch, weil bei Fog and Mirrors habe ich einen Spieler. Das ist übersichtlich. Ich guck mal. Was halte ich von Simbarum? Habe ich tatsächlich noch nicht von gehört. Ich google das jetzt mal eben. Das interessiert mich. Simbarum. Es kann doch sein, dass ich schon was davon gehört habe. Es lacht mich nur gerade nicht an. Simbarum. Ist auf jeden Fall auf Drive-Thru. Das ist immer gut. Ich klicke da jetzt mal auf. Ich bin jetzt neugierig geworden. Das Cover sieht interessant aus. Explore the vast forest of Davokar. With the treasures, lost wisdoms and fame with the 11 barbarian clans. A fast-paced, flexible rule system for creating player characters, acting in the game world. 5 playable races, 3 archetypes divided into 15 occupations as a basis for character creation. Complete role-playing game, all you need to play is paper, pen and a dice set. The role-playing game Simbarum is suitable for all adventurous humans, goblins, trolls from the age of 12 and above. Ja, bye Yamira. Have fun. Ich mache auch nicht mehr so lange. Ich hatte ja gesagt, ungefähr 1,5 Stunden.
Klingt interessant. Wie teuer ist das? Das geht. Ich schmeiß das mal auf meine Wishlist. Das ist ein Core-Rulebook. Also schmeiß ich das mal in meine Core-Book-Liste. Klingt interessant. Müsste ich mich mal ein bisschen einlesen. Tatsächlich. Klingt cool. Scheint ja so sehr... Also so von dem, wie es klingt... Halt sehr oft, also auf diesen Wald bezogen zu sein und auf die Leute, die da leben. Würde das klingen? Establish a base of power among princes, guilds and rebellious refugees in the capital city of Indaros. Survive encounters with famished arch trolls, dark minded blight beasts and undead warlords. Klingt interessant. Ich muss mir mal den Trailer angucken. Mach ich nach dem Stream. Klingt cool. Ist doch ziemlich gut bewertet. Mein Gott. Der Publisher postet auch. Das ist gut. Das ist immer nice. Ich finde es immer gut, wenn die Publisher interagieren. Prometheus. Ja. Ja. Aber ich hole es mir, wenn auf Englisch. Ich habe nichts gegen deutsche Übersetzungen, aber ich finde, ich lese tatsächlich schneller, wenn ich Englisch lese. Ich kann auch schnell Deutsch lesen, aber es dauert immer so ein bisschen. Das wäre cool, Panic Wolf. Wenn ich es gut finde, hole ich es mir eh. Also dann kaufe ich es mir auch. Aber generell tendiere ich da dann dazu, halt den Leuten noch Geld hinzuschieben, wenn es gut ist. Selbst wenn ich es nicht so oft benutze. Ich unterstütze gerne sowas. Deswegen bin ich jetzt auch aktiver auf Kickstarter. Hin und wieder. Wenn die Projekte mich wirklich anlachen und die nach was aussehen, wo ich Bock drauf hätte, halt wie Tales from the Loop, was mega geil ist. Da stelle ich morgen die Charaktere mit meiner Gruppe, da freue ich mich auch schon drauf. Für die Themenwoche. Ich weiß gar nicht, es sind glaube ich ein paar Leute da, die bei den letzten Morgenkaffees nicht dabei waren. Es ist jetzt bald die Kids-Themenwoche. In... übernächste Woche. Also ab dem 24. Und wir spielen eine Mini-Kampagne. Oder beziehungsweise ich spiele eine Mini-Kampagne mit Chris, True Sherlock und Justicon. Wird, glaube ich, ziemlich cool. Werde ich auch noch so ein... Also ich habe einen längeren Trailer gehabt für die Runde, aber ich werde noch einen Mini-Trailer machen. Sowas, so ein Teaser-Ding, dass die Leute, die nur meinen YouTube-Kanal gucken, das wissen. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Roleplaying in the 80s. That never was. Kann ich euch voll empfehlen. Habe ich den letzten Morgenkaffee damit verbracht, darüber zu schwadronieren, warum ich das toll finde. Da müsste jetzt auch bald das Buch ankommen. Es kann auch sein, dass das Paket, das der Postbote heute Morgen während dem Pre-Stream gebracht hat, dass das eventuell das Regelwerk ist. Was geil wäre. Ah, ich freue mich über sowas ja immer. Ich schreibe auch gerade für meine Spieler für Tales from the Loop. Schreibe ich gerade so ein Rules-Cheat-Sheet, also so alle Regeln, die während dem Spiel primär wichtig sind, auf einem Blatt. Und das wird, glaube ich, ganz nice. Da bin ich jetzt zum Drittel mit fertig ungefähr. Werde ich wahrscheinlich heute fertig machen, damit ich das morgen mit dem benutzen kann. So, wie spät ist es denn? 13:23. Ich würde fast sagen, das war's für heute. Aber ich hatte auch nicht so viel geplant für heute, muss ich gestehen. Ich würde sagen, in meiner Wohnung reißt gerade was ab. Ich gleich retten muss, kümmere ich mich gleich drum. ich weiß nicht, ob man das hören konnte. Irgendwann ist gerade was umgefallen. Meine Wohnung reißt sich mal wieder selber ab. Gut, dass ich bald umziehe. Ich werde wahrscheinlich heute Abend so um 21 Uhr rum Night in the Woods streamen zum dritten Mal. Live Unboxing, Audio only. da müsste ich jetzt in den Flur. Das wäre ja lang. Ach,
Audio only ist ja langweilig. Wenn, dann müsste ich das mit Video machen. Ich muss auch noch, ich wollte heute auch noch ein Video aufnehmen, weil die Mad Monkey Squad Leute haben mich getaggt für so ein Fragenvideo. Das muss ich noch machen. Ich überlege, ob ich das Audio only mache, das geht schneller. Weil ich müsste erst meine Kamera wieder aufbauen und allerlei. Und ich habe das alles schon eingepackt für den Umzug. Live Unboxing. Vielleicht machen wir das, wenn die Kamera angeht. Wäre das ja vielleicht interessant, wenn ich gerade Pakete gekriegt habe, die sich auf das Rollenspielthema beziehen oder auf Comics oder so. Das wäre ganz cool. Ich will öfter mal Sachen dann mal auf Amazon bestelle. In dem Kontext. Aber, wie gesagt, heute Abend streame ich ein bisschen Night in the Woods. Und, keine Ahnung, vielleicht noch irgendwas anderes. Je nachdem, ab wann. Fragen beantworten für Statistiken. Und wenn ihr Bock habt, dann abzuhängen, könnt ihr euch gerne einfach dazu hängen. Es ist ein sehr gechilltes Spiel. Aktuell. Ich weiß noch nicht, ob es schlimmer wird. Ja, aber das ist Schläfers. What the fuck? Ja, ich überlege gerade, ist sonst noch irgendwas nächste Woche? Aktuell ist noch nicht ganz klar. Es kann sein, dass wir am Montag Mutants & Masterminds spielen. Ich warte noch auf eine Nachricht. Dann kann ich Chosen das Go geben oder nicht. Es kann sein, dass wir am Montag spielen. Gut, ich würde fast sagen, das war's für heute. Für die Leute, die das später auf YouTube nachgucken, wie gesagt, guckt in die Videobeschreibung. Nehmt an den Umfragen teil, mir hilft das, weil ich dann einfach eine generelle Idee kriege, worauf die Leute so Bock haben. Und ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Entweder für die Leute, die live zugucken heute Abend bei bei Night in the Woods oder bei irgendwas anderem, was als nächstes kommt. Falls nächste Woche tatsächlich nichts kommt, sehen wir uns ansonsten am 22. für den nächsten Morgencafé und ab da dann die Themenwoche und die Mini-Kampagne. Ich wünsche euch, genau, frohe Feiertage, schöne Osterfeiern, macht was mit der Familie oder so. Habt Spaß! Yeah! Schönes Wochenende! Bye-bye!